Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Life is Feudal Your Own mit Maki, Maki LP. Ich würde ja sagen, Life is Tachchen. Lagging. Wir hatten schon wieder total die Probleme jetzt gerade davor. Wir wollten eigentlich schon vor einer Stunde aufnehmen, aber naja, Server sagt nein. Und wir konnten nicht connecten. Nein. Und jetzt habe ich aber währenddessen schon mal die Furnace angeschmissen, damit wir das heute mal geregelt bekommen. Schön langsam. Und ich mache in der Zwischenzeit den Sämeister. Stimmt. Und ich wollte ich nämlich immer schon die ganze Zeit machen. Jetzt endlich mal so ein Smelting Tool mir organisiert. Das war wirklich dieses Crucible and Stick. Hat mir das letzte Mal ein Spieler gesteckt, ja, so aber ich weiß seinen Namen gerade nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich dafür sehr dankbar. Wer weiß, wie lange ich dafür jetzt wieder gebraucht hätte, um das herauszufinden. Aber es dauert eben noch gerade. Bei dem ja, was die Zuschauer wieder nicht wissen, ja, was wir jetzt eigentlich wieder mal sagen wollten. Oh, stimmt. Denn wir wollten demnächst ja wieder komplett neu unseren Intervall umstellen. Und jetzt die Frage aller Fragen. Und zwar, warte mal kurz, ich muss mal gerade was checken. Wir sind schon irgendwie voll durch den Wind, weil wir jetzt die ganze Zeit mit diesem blöden Server zu tun hatten. Ja, das ist... Du hast ja gerade so, weißt du, gerade einen Gedankengang und zack ist er wieder weg. Unser Plan war eigentlich gewesen, dass wir alle 2 Tage jetzt einstellen. Ja. Also dass jetzt die Playlist auf einen 2-Tage-Intervall kommt, ab jetzt, also ab dem Zeitpunkt, wo ihr diese Folge jetzt seht. Weil es einfach... Es ist schwierig aufzunehmen, wir können nicht viele Inhalte euch neu zeigen, also müssen wir auch natürlich zwischendurch mal was machen, was wir offscreen erledigen. Ihr könnt natürlich, wir haben jetzt uns mittlerweile darauf geeinigt, dass der Server jetzt immer online ist. Das heißt, alle, die auf den Server jetzt kommen, können natürlich auch jederzeit an ihr Häuschen ran oder jederzeit was tun, die hier rumeiern, vorzugsweise uns nicht unbedingt angreifen, ja, so wäre ganz nett zumindest. So wie mich, vor der Aufnahme ist irgendeiner zu mir hergewuselt mit der Axt und wollte mich umaxten. Dann haben wir kurzzeitig einfach mal den Server gestoppt. Ja, weil das geht halt echt gar nicht, ne? Also, ich finde das blöd. Das ist nicht so nett, nein. Ja, und wenn ihr sagt, ihr kommt nicht auf den Server, weil der Server euch komische Meldungen gibt, dann verzeiht uns doch bitte. Wir können da leider nichts dafür. Und das ist ein Problem tatsächlich des Servers. Der, ich habe ja selber Probleme, obwohl mir der Server gehört, komme ich teilweise gar nicht drauf oder nur ganz schwierig. Und das ist natürlich dann insgesamt schon schwierig, ja. Und wir kennen das Problem, also wir wissen, wir können uns da ganz in eure Lage reinversetzen, wie frustrierend das ist, wenn man ein Thema versucht und dann irgendwann mal reinkommt oder halt auch nicht. Wir haben das gleiche Spiel vor jeder Aufnahme. Stimmt. Meistens eine Stunde oder so. Gott, ich muss gerade sagen, mein Hirn ist echt matsch gerade, weil ich heute schon etwas viel aufgenommen habe, beziehungsweise schon länger jetzt gerade vom PC-Hock. Da merkst du wirklich so, ich habe halt auch noch ein bisschen was für die Uni gemacht, da merkst du nach am Abend wirklich so, wie dein Hirn auf Sparflamme läuft. Ja, wirklich. Käse ist wirklich ein guter Ausdruck eigentlich dafür. Das schwabbelt so in meinem Gehirn gerade umeinander und ich check gerade nicht, warum dieses dumme Smelten schon wieder nicht funktioniert. Ach komm schon. Es ist doch schon fertig, oder? Komm schon. Hab dich nicht so. Nein, ja, und wir machen halt jetzt auch eben sehr viele Sachen halt auch offscreen, damit wir eben in jeder Folge auch ein bisschen was machen können, was euch zeigen können. Das ist halt einfach ein bisschen so der Kompromiss aus Life is Feudal, weil ja auch viele gesagt haben, ja, wir schauen euch zwar gern zu, aber es passiert halt einfach mal wenig. Okay, ist ja cool, kann ja sein. Ja, das ist halt ein langsames Spiel, das muss man genießen. Da kann man halt auch nicht unbedingt jetzt so, keine Ahnung, innerhalb von 5 Minuten es ist halt kein COD oder sowas, wo du durchläufst, alle umballerst und dann fertig bist nach 15 Minuten. Ja, okay, das ist jetzt natürlich ein sehr krasser Vergleich. Oh, es geht. Ich mach Iron Nuggets. Nuggets. Select, weil ich glaube, daraus kann man eine Nägel machen. Ja, es funktioniert. Haha, so gut. Ja, es funktioniert. Ich glaube, ich spinne. Ich habe Iron Nuggets. Ich feiere es einfach so hart.
Oh, okay, ja. Ich werde mir das dann auch gleich anschauen. Ich muss noch ein bisschen pflanzen, weil irgendwie ist unsere letzte Ernte irgendwie ein kleines bisschen verloren gegangen. Kann das sein? Ja, irgendwer hat auf jeden Fall bei dir drunter geschrieben, dass es vielleicht verendet ist, beziehungsweise dass wir halt einfach zu lange gebraucht haben. Was natürlich auch gut ist. Ach ja, stimmt, das habe ich auch gelesen, ja. Wobei ich immer noch mit den Grafikfehlern von der Erde ein bisschen meine Probleme habe. Dass der manchmal einfach so die Felder ausschwärzt. Finde ich ein bisschen schwierig. Aha. What the fuck? Was ist denn da los? Ich glaube, wir haben einen Gast. Ja. Was ist dann passiert? Dann ist es dann ganz schmutzig geworden. Dann haben wir den Schatz von Ich kack mir in die Hose. An deiner Rosette. So, wie ist das jetzt? Ja, und das ist wohl der Obergönner. Der Obergönner. Das ist der Obergönner, ja. Sunday. Ja, ist frisch raus und gerade lässt gerade unsere Live-Studio-Aufnahme platzen. Also begrüßen wir ihn an dieser Stelle nochmal herzlich. Wie nennt man das dann? Let's Play Bombing? Let's Bomb. Gibt der Fotobomb? Der Let's Play Prank. Let's Play Bomb. Verdammt, wir brauchen ja noch einen Amboss. Mind blown. Ja, der Gönner will ja, habe ich gehört, auch irgendwann mal zu uns stoßen, ja, wenn er dann schon groß geworden ist. Wenn ich mir das Spiel mal leisten kann, das ist das größte. Ja, das ist ja... Kauf dir Geld. Gönn dir Geld, genau. Bin halt arm. Gönn dir Geld. mein Leben ist leider nicht feudal. Nicht feudal? Ja, ne, dann geht's nicht. Ne? Also, wenn, dann muss man schon feudal spielen. Ja. Sonst geht das nicht. Live. Verdammt, wir brauchen anscheinend einen Amboss dafür, sonst funktioniert das nicht, so wie ich das will. Okay. So. Ja, den musst du dir auch hier mit diesem Clay Brick. Ja, genau, melzen. Den muss ich jetzt erstmal machen. Jetzt habe ich aber als erstes Mal. Warte, nein! Iron. Nein, mach nicht! Was machst du denn? Mach dieses Ding nicht. Ich habe die ganze Zeit Clay im Inventar und weiß nicht wohin damit. Hä? Von was redest du? Von diesem Amboss-Dings. Ach so, hä, aber wieso? Wir haben doch so ein Dings. Moment, ich verstehe es gerade nicht. Wie schon gesagt, mein Hirn ist gerade mach noch einen. Boah, krass. Moment. Unser Feuer? Nee, das ist die untergehende Sonne. Jetzt gerade unser Feuer hat so einen Schein, wenn du nämlich runtergehst und unseren Erdwall dir anschaust, also quasi unsere Frontverteidigung, dann wird die durch die Campfire so angestrahlt, dass es richtig geil aussieht. Der Mestragon ist übrigens der Meinung, dass ihr zu lange gewartet habt mit dem Ernten. Ja, das hatten wir gerade schon. Haben wir gerade auch thematisiert gehabt, ja. Dass unsere Ernte wahrscheinlich vererntet ist, nicht verendet. Ja, schade, ne? Anfängerfehler. Okay, what the fuck passiert hier? Ja. Was, du schmilzt gerade dein erstes Nugget, oder was? Ja, ich hab's da gerade reingetan. Also ich bin mir gerade nicht sicher, was ich hier mache. Guck mal. Und ich habe mich immer gefragt, Entschuldigung, wenn ich dir gerade reinrede. Ja, kein Schuss. Als ich euch gesehen habe beim Getreidefarm, habe ich mir immer gedacht, so, was macht ihr denn mit dem Getreide? Aber anscheinend gibt es auch Handmühlen, schreibt er. Ja, die haben wir auch schon. Nur haben wir keine Ahnung, was wir damit anstellen. Ich merke schon, ihr lest die Kommentare wenigstens. Ja, wir haben die tatsächlich schon. Wir können bloß damit noch nichts machen, weil er uns kein Menü dazu rausgibt. Oder das ist so schwierig. Stimmt, ja, wir brauchen noch den Skill dazu. Ich glaube, das ist dieses... Ah, okay. Moment. Nicht Gathering? Wo Bakery oder was? Oh, das könnte natürlich auch sein. Cooking? Nee. So. Ich sehe gerade, dass wir mal wieder keine Steine vorrätig haben. Aber ich wollte mir nämlich auch... Doch! Nee, das ist Flintstone. Ja, dann muss ich mal kurz pickaxen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich jetzt für dieses Gedöns brauche hier. Für diese Form. Ob das jetzt funktioniert mit diesen Iron Bars. Ja, das weiß ich auch nicht. Aber es schaut gerade schon danach aus, weil die schmelzen auch schon wieder ein. Die Iron Bars? Ja, guck mal da rein. Ja, Moment, ich bin gerade am Push jetzt! Sichel ausziehen. Do now. So, ich könnte hier noch ein bisschen melten. Wieso kriege ich da jetzt nur noch Nuggets raus? Da ist doch noch voll viel drin. Ah, Moment, da ist nicht mehr genug Eisen drin. Ich schmeiß da mal ein bisschen Eisen nach. Und wir brauchen unbedingt mehr Holz. Sonst geht das Feuer aus. Warte mal, ich schau mir das gerade mal an in dem Ofen. Ah ja, okay. Hast du das da draufgelegt? Nee. Wo war's draufgelegt? Du hast doch da viermal... Was ist das? Das sind die Iron Nuggets, aber die... Lump of Iron. Moment. Hä? Iron Bars? Hey, hast du gerade mein...
Holz rausgetan? Nee. Nein, ich hab's zusammengefasst. Oh. Ja, aber es funktioniert anscheinend, also mit diesen Iron Bars. Aber ich verstehe nicht, warum bei dem... What the... Was machst du da? Ich verteile die mal. Glaubst du, es geht in der Hoffnung? Ja, genau, in der Hoffnung eben, dass wenn es nicht so ein Riesenklumpen ist, dass das dann einfach insgesamt schneller geht. Oder vielleicht, ja genau, dass zwei Sachen hier parallel schmelzen. Hm. Wäre eine Idee. Das wäre lustig. Auf jeden Fall brauchen wir mehr Holz. Ich gehe jetzt nochmal ein bisschen Bäume fällen. Gut, und ich organisiere mir in der Zwischenzeit ein bisschen Rock. Denn wir brauchen mehr Rock. Mehr Stonies. Moment, ich habe sogar, ich hätte 9 Stück. Aber ja, okay, was? Die kann ich dir ja nicht geben, oder? Doch, wenn du sie... Die kannst du, glaube ich, in den Sack reinlegen. Leg was? Sie in den Sack hinein. Mhm. Warte, ich... Nee, ich glaube, das geht nicht. In den Gönnersack. In den Gönnersack? Ja. Kann man den irgendwie umbenennen, den Sack hier? Dann könnten wir ihn in den Gönnersack nennen. Der heißt nur Dropped Objects. Schade. Warte. Nee, es geht nicht, verdammt. Echt, geht egal? Nee, das... Ach ja, stimmt, das ist ja Grund. Bodengrund. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass uns die Feuer hier nicht ausgehen. Ja, dann schlag du mal bitte ein bisschen Holz. Ich besorge uns in der Zwischenzeit ein bisschen von dem Stein, weil ich habe ja hinten noch die Mine am Start. Bist du da am Stiesel? Jo, gut. Mhm. Warte mal, ich brauche jetzt einen fetten Baum. Dicke Tunnel downward. Cut down. Oh. Ja, dafür braucht man... Schauen wir mal, wie viel das gibt. Eine Axt. Man glaubt es kaum. 11 Steine. Oh, das hat sich echt gelohnt. Das mache ich nochmal. Pass auf, sonst bist du überladen und weißt nicht, was du damit anstellen sollst. Ja, doch. Für alle Fälle, wenn gar nichts mehr geht, schmeiß es einfach auf den Boden. Genau. So wie man es halt im... Wow. Du hast gerade echt einen Baum auf unser ganzes Camp fallen lassen. Ja, ich habe gerade so einen fetten Baum gefällt. Ja, weil ich sehe nur, wie sieht man einfach umfällt. Bam! Oh! So. Ja, und damit ist das Let's Play beendet. Wir haben alles zerstört. Sorry. 10 Folgen Aufnahme. Passt. Jetzt einfach so im Arsch. Ihr wolltet ja doch, dass das Let's Play zu Ende ist. Jetzt habt ihr es. Die Leute wollten eigentlich, dass es schneller geht. Stimmt. Ja. Und nicht, dass du alles kaputt machst. Ja, ich hab mir gedacht, radikale Lösung. Manchmal. Was? Radikale Entlösung? Hör auf damit. Lösung. Radikale Entlösung. Nein, ich glaube nicht. Naja. So, okay, wie viel habe ich jetzt da schon am Start? 8 Billets? Ja. Ich bin schon wieder total überladen. Mit meinem ganzen Eisen. Ich bin gerade ehrlich gesagt völligst fasziniert und ein bisschen fertig mit der Welt, dass mein Spiel tatsächlich immer noch läuft. Stimmt. Das ist ungewöhnlich. Also ich habe sogar mehr als 3 Minuten ohne Absturz geschafft. Das hättest du wahrscheinlich nicht sagen sollen. Weil jetzt... Jetzt schlecht oben, meinst du? Ja. Das ist mir nämlich vorher bei Minecraft passiert. Ich habe mir gedacht so, yeah, geil, okay, gehst zurück. Du wirst schon nicht sterben und genau in dem Moment bin ich gestorben. Ja, das ist ja natürlich nichts, ne? Nee, nicht so ganz. So, also ich kann mir dieses Teil basteln. Ja, dieses Crucible and Stick. Ein Stick? Stick. Stickeke. Muss man das... Oh nein, muss man das equippen? Ja. Oder... Reicht es, wenn man das dabei hat? Nee, das muss man equippen. Also, okay. Ja, du kannst es auch einfach nur dabei haben und im Fall der Fälle dann eben equippen. Ja, okay, also nee, mir geht es darum, dass man es wirklich tatsächlich auch equippen muss. Na gut, dann machen wir das halt. Kann man da was machen? Haben wir ja dieses Gerät. Der Gerät. Und ich will noch ein bisschen Holz. Hey, aber von hier oben betrachtet schaut unser kleines... Anwesen, nenne ich es jetzt mal, echt heimelig aus. Heimelig auch noch? Heimelig, ja, wieso heimelig? Heimelig! So, Billet. Shaw oder Billet? Du musst auch ein bisschen, hin und wieder mal ein kleines bisschen, weißt schon, aufs Klo gehen? Bitte aufs Klo gehen? Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Die Feuer anfachen, da ist so, ja. Zum Beispiel ein Ofen läuft hier gar nicht, ne? Ja, okay, den dritten habe ich auch gar nicht am Laufen. Ich habe nur die beiden, also zwei von denen. Einmal, wo der Amboss-Dingsbums drin ist. Ich habe somit meinen Auftrag gerade verstanden, ja, den dritten Ofen zum Laufen zu bekommen. Das kannst du machen. Ja, wir können auf jeden Fall immer diese, da kannst du ja auch ein bisschen skillen. Ja, ja, eben, das war mein Ziel gerade. Ja, wie jetzt? Damit komme ich nicht klar.
Gut. Bitte. Okay. So, ich bin schon wieder voll. Okay. Na? Alter, wie viel Billets kann man denn aus diesem doofen Baum da raussägen? Ich bin mal gespannt, wann wieder unser einer Spielerfreund auftaucht, der uns gerade ans Leder wollte. Ich hoffe doch, dass er nicht in unserer Aufnahme auftaucht. Hast du etwa Angst vor ihm? Ja, wenn da einer um die Ecke kommt und seine Axt schwingt und dir in die Fresse hauen will, dann habe ich normalerweise Angst. Warum ist das so? Das verstehe ich nicht. Das ist menschlich. Was? Das sollten wir eigentlich gar nicht verstehen. So als Affen und Zwerge. Ja, das ist allerdings richtig. Das ist impossible. So, jetzt habe ich mal. So. Mal schnell. Okay. Hier den einen nächsten Baum umfällen. Hier aus. Mal sehen, ob ich das in der Folge noch schaffe. Ja, also ein bisschen überziehen können wir ja. So. Wenn's mal läuft, dann müssen wir das ausnutzen. Ist ja mal was ganz Neues auf. Oh mein Gott, wir nehmen 15 Minuten am Stück auf. Es ist einfach so fucking unglaublich. Ist so schön. So. So, das müsste jetzt bald. Gucken wir mal, ich versuche halt, wie gesagt, jetzt mal so viel Holz rauszugewinnen, wie es irgend geht. Weil gerade Holz brauchen wir halt echt wirklich dich krass. Ich muss hier gleich nochmal ein bisschen anfachen. Oh, das Teil ist ja. Hey, da kann ich nochmal ein bisschen Holz reinschmeißen. Okay, vielleicht nicht so viel. Natürlich schade, wir hatten vorhin noch drei auf dem Server gehabt, die ja auch rumgewuselt sind. Wir haben ja Nachbarn auch mittlerweile. Ja, bekommen. Und ich habe vorher sogar mal zu dem rüber geguckt. Der hat da ja. Relativ, also der ist da auch ganz schön so am Meer mit so ein paar Feldern. Auch, hat ja, die Felder auch waren da faszinierend, ne? Da müsste man eigentlich mal, wenn es Tag wird, mal rüberlaufen ja, und mal dem seine ganzen Felder präsentieren. Können wir auf jeden Fall mal vorbeigucken. So, weil so wie ich das nämlich gesehen hatte der, ich glaube, 6 oder 8 Felder gebaut mittlerweile, so einzelne Parzellen, wo er geerntet hat. War auch sehr cool gemacht, muss ich sagen. Immer so, ich glaube, 8er Parzellen. War ganz cool eigentlich. Ja, das kann man nicht sagen. So, das kann man nicht sagen. Kann man nicht sagen. Kann man nichts sagen. Dagegen Ach so. Sagen. Achso, okay, verstehe. Ja, wir müssen auf jeden Fall mehr... unsere Försterei hier betreiben, denn irgendwie wird der Wald immer dichter, habe ich so im Gefühl. Echt? Ich habe irgendwie genau das Gegenteil. Ist bei mir so. Ja, wir nehmen schon sehr viel weg, aber auf der anderen Seite, es wächst halt auch immer sehr viel nach, wenn ich mal so an unseren Birkenhain da denke. Stimmt, ja. Und vorher ist da der auch, ist ja auch aus irgendwo, nichts entstanden. Irgendwo so ein Baum aufgeploppt, den habe ich aber, ich glaube, schon vorher offscreen wieder abgebaut. Abgeholzt. Ist abgebaut. Abgebaut. Es kommt davon, wenn man ja. Ab und zu dann doch nochmal Minecraft spielt. Ich habe den Baum abgebaut. So, und jetzt will ich hier noch ein bisschen melken. Ah ne, da komme ich aber nur in die Nuggets raus. Kann ich das... Nee, wie kann ich da jetzt schon Nägel draus machen? Moment, ich mache mir jetzt mal ein Nugget. Obwohl, das habe ich ja vorher schon ausprobiert. Ich glaube, das geht nicht. Light on. Okay, funktioniert. Select Craft. Mache ich mir jetzt einfach noch ein Nugget. Warning, smelting was not raised. Was? Mein Skill-Level ist zu niedrig? Das kann doch jetzt nicht sein. Fuck, Leute. So, laufen alle unsere Öfen laufen jetzt gerade. Oh, was kann ich denn da jetzt machen? Iron Nugget. Iron Ingot könnte ich jetzt sogar schon herstellen. Iron Bar. Wie Lamp machst du das dann? Auf Iron? Da gehe ich einfach drauf und dann melt. Aber ich weiß noch nicht, ich glaube, da würde ich jetzt erstmal nichts raus tun, damit wir dann vielleicht doch noch diesen Amboss irgendwann mal bekommen. Weil ich glaube, für den brauchen wir relativ viel Eisen. Also Iron Bars, oder? Ach nee. Also aus dem in der Natur am besten da gar nichts raus, weil... Okay, dann mache ich jetzt mal mein Skill-Level oben am obersten genau. Schmelztopf. Und ich mache den untersten da einfach. Ups. Außer ich falle in die Furnace rein. Ich bin gerade echt so nach okay, vorne getan. Das wäre unglücklich, ja. Das wäre nicht gut. So. So langsam funktioniert es hier. Hat aber noch nicht die optimale Temperatur erreicht. Der Gerät. Ah, ich habe ja doch da ein bisschen Eisen rausbekommen. Hä? Der hat mir vorher angezeigt, dass es irgendwie gefailt hätte. Aber du kannst im Übrigen auch Sachen recyceln, glaube ich.
Was? Wenn die da drin liegen. Also ich glaube, gerade auch später so Eisensachen kann man da ganz gut recyceln wieder, indem man dann halt einfach so eine eiserne Schaufel oder was, die halt kaputt ist, da reinschmeißt und dann einfach wieder zu Ingots oder was. Das ist natürlich nice. Ummünzt, ja. So, dann fuck. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr glorreiches Geblubber hier. Ein glorreiches Geblubber? Das ist das glorreichste Geblubber, das ich je gehört habe. Der Ausdruck gefällt mir. Warte mal, jetzt muss ich hier mal gucken, ob ich jetzt endlich mal was raus... Na, das geht noch nicht. Oder wer weiß, vielleicht geht's auch gar nicht und ich check's einfach nur wieder nicht. Höh. Was? Hä? Nee, ich hab grad... Ich ess mal was. Wenn du hier lang überlebst, überlebst, ja genau, ich überlebe lang. Ja, das hoffe ich doch, dass ich lang überlebe. Dann, futter ich mal ein bisschen Äpfel hier. Weil wir haben ja dummerweise nur Äpfel und ich habe auch jetzt irgendwie nicht mehr unser Stroh gesehen. Das ist nämlich auch weg. Stroh? Ja, wir hatten nochmal in unseren Säcken hatten wir doch mal Stroh drin von unserer ersten... Da ist doch auch noch... Ah nee, das ist Wheat einfach nur. Ja, ja. Da geht ein Dieb um. Ja, und vor allem da wir kein Lagerhaus haben, das wir freischalten könnten. Ist das natürlich... ist es so. Ja. Melde ich hier nochmal ein bisschen was? Nee, ich kann auch nichts melden. Ich habe auf jeden Fall jetzt hinten wieder ein bisschen Getreide angepflanzt. Wir müssen halt jetzt ein bisschen warten, bis es wieder hochkocht. Was ist denn Lump of Iron from... Was? Lump of Iron from Bar. Hä? Was ist denn das für ein Satz? Lump of Iron from Bar. Na gut. Vielleicht brauche ich auch dafür, für dieses komische Dings, brauche ich vielleicht auch Iron Ingots. So, ich muss mal kurz ein bisschen was auf die auf den Boden schippen. Ich sollte auf jeden Fall erstmal was essen. Was essen auch noch? Ja, was essen. Oh, hier ist irgendwas ausgegangen. Was? Achso. Ja, jetzt stehen wir gerade im Dunkeln. Warte mal, ich hab noch ein bisschen Holz übrig. Ach, das geht da nicht rein? Oh nein. Es geht nicht rein, oh nein. Jetzt. Fire! Oh ja. Jetzt ist es wieder gemütlich. Das ist aber echt gemütlich. Heimelig? Heimelig. Terraforming flattened ground. So, Was? Ich wollte eigentlich... Ach, da ist dieses Recycle. Mach doch nicht so komische Geräusche. So. Ja doch, ich muss auf dem Boden ein paar Sachen legen. So, Wir sind am Ende der Folge angekommen. Beziehungsweise ja, schade eigentlich. Sind wir schon drüber hin, über das Ziel hinweg geschossen. Nicht schon wieder. Was? Sag doch sowas nicht. Wieso? Ja gut, dann werden wir in der nächsten Folge, werde ich zumindest endlich mal anfangen, hier ein bisschen wie ein Weltmeister rumzuschmelzen. Ja, und wir bekommen und hoffentlich gucken, den Amboss. Wir das natürlich auch brauchen. Genau. Und ja, dann verabschieden wir uns hier und bis zum nächsten Mal, Freunde. Bis dann. Ciao.